Hallo, danke schön fürs Einschalten und willkommen auf meinem Kanal, falls ihr hier neu seid. Ich bin die Lara und heute melde ich mich nach einer sehr langen Zeit endlich wieder mal mit einem Review. Und zwar schauen wir uns heute gemeinsam die Color Shampoos und Color Conditioners von der Marke Alcina an. Ich habe die Produkte letztes Jahr irgendwann im Mai oder sowas für mich entdeckt. Und ich wollte sie auch wirklich ausführlich testen und ich wollte auch wirklich genügend herumprobieren, bevor ich euch die Produkte gezeigt habe. Und ich habe für mich die perfekte Rezeptur gefunden, die wunderbar funktioniert. Und ich weiß auch, dass ich bei diesen Produkten bleiben werde. Also ich bin soweit. Jedenfalls zur Info, das Video ist nicht gesponsert. Ich habe über die ganze Zeit die Produkte immer selbst gekauft und selbst bezahlt. Ich war einmal in Kontakt mit der Firma und das war nur, weil ich wissen wollte, ob die Produkte, die ich verwende, irgendwelche tierischen Inhaltsstoffe haben. Und mir wurde dann geschrieben, dass zumindest nach dem Wissen der Firma da keine tierischen Inhaltsstoffe sein sollten. Die Firma selber testet auch nicht an Tieren. Und das Einzige ist, sie kaufen einige Zutaten von verschiedenen Lieferanten, also da können sie natürlich nicht so 100% garantieren, aber das ist zumindest der Stand des Wissens bei Alcina. Soweit ich weiß, ist Alcina eine deutsche Marke, sie haben, glaube ich, Kosmetik und Haarpflege und unter anderem eben die Produkte, die ich euch heute zeigen werde. Kurz nur dazu, warum ich mich für diese Produkte entschieden habe. Ich habe vor einigen Jahren beschlossen, meine Naturhaarfarbe rauswachsen zu lassen. Mein Haar ist von Natur aus hellbraun mit einem leichten roten Stich. Ich habe aber schon einiges an grauen Haaren, was an sich nicht schlimm ist. Also ich finde graue Haare cool. Aber es ist nun mal so, je nach Hautton kann es einen etwas älter oder ausgewaschen wirken lassen. Und das war leider bei mir der Fall. Also ich bin mir manchmal so richtig ausgewaschen vorgekommen und habe mir gedacht, ich will jetzt nicht meine eigene Farbe verändern. Ich will nur seinen leichten Schimmer, der die grauen Haare etwas tönt, ohne dass ich die Haare färben muss oder ohne dass ich jetzt semi-permanente Farben verwenden muss. Einfach etwas Dezentes, das mich ein bisschen frischer wirken lässt. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe vor vielen Jahren, das muss jetzt mindestens 20 Jahre her sein, damals, ich glaube von der Marke Ghoul, ein Henna-Shampoo verwendet und ich habe mich erinnert, das war recht intensiv und ich sagte, sowas in der Richtung wäre cool. Und dann habe ich ein bisschen herumprobiert und bin dann so bei der Marke Alcina gelandet letztendlich, weil die Produkte für diesen Zweck für mich persönlich am besten funktionieren. Und ohne zu lang zu labern, ich verwende am liebsten das Kupfer-Shampoo und das rote Shampoo und zwar in einem bestimmten Intervall. Mehr dazu gleich. Ich habe auch das Gold-Shampoo verwendet. Das hat für mich nicht so gut funktioniert, weil obwohl es ein schöner Ton ist und ich bin mir sicher, wenn man blonde Haare hat und ein bisschen goldenen Schimmer haben möchte, es sicher gut ausschauen kann. Bei mir hat es zu viel, ich würde nicht sagen gelb gehabt, aber bei meinem eigenen Naturton hat das einfach auch nicht so toll ausgeschaut. Hat einfach nicht für mich funktioniert, kurz gesagt. Ich habe auch braun probiert, das ist jetzt komplett leer. War an sich nicht schlecht. Also ich glaube, wenn man braune Haare hat und wenn man die Farbe ein bisschen intensiver haben möchte, ist es sicher schön. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass mein Haar mit der Zeit ein bisschen dunkler wird und das wollte ich nicht. Aber ist auch ein sehr schöner Ton. Ich würde euch dann auch die Töne dann im Vergleich zeigen nebeneinander. Aber jetzt reden wir mal drüber, wie ich die Shampoos verwende. Also ich mache das so, wenn ich mein Haar wasche, nehme ich mein lieblingsfestes Shampoo von Lush, Scenic. Und nur mal mein Haar gründlich reinigen. Wie man ein Shampoo verwendet, muss ich euch weder erklären noch zeigen. Wobei, ich habe die Tendenz, die meist offensichtlichen Sachen zu erklären. Das ist eine Deformation von YouTube, sage ich immer. Mein Mann verarscht mich immer, weil manchmal reden wir und ich fange an etwas zu erklären und er sagt, Schatz, kannst du mein Tutorial filmen? Gut, also die erste Runde wasche ich immer mit diesem tollen, wundervoll duftenden Shampoo. Das entfernt alle Reste von irgendwelchen Haargel und Haarspray und Schmutz und was auch immer. Und dann nehme ich zweimal, also halt nicht zweimal, dann nehme ich für die zweite Runde das Kupfershampoo. Und ich nehme wirklich eine großzügige Menge, weil ich meine, ihr seht ja, mein Haar ist mittlerweile sehr lang. Also es geht ein bisschen unter die Taille und es ist auch sehr dicht. Und mein graues Haar geht ungefähr bis daher. Die Längen sind quasi meine Naturfarbe und hier sind halt ein paar Strähnchen, die grau sind, aber jetzt halt eben diesen schönen Schimmer haben, der sich so schön mit der eigenen Farbe verblendet.
Also ich nehme eine großzügige Menge von dem Kupfershampoo und schaue, dass ich das besonders auch auf den Ansatz auftrage und schäume das schön auf, arbeite das ordentlich rein, auch in die Längen. Daher verbrauche ich schon ein bisschen mehr von dem Shampoo, als wenn ich einfach nur normal klassisch Haare waschen würde. Und dann mache ich mir einfach so einen Dutt da oben und lasse das Shampoo, jetzt habe ich gespuckt, lasse das Shampoo dann so 5 Minuten circa einwirken. Je länger man das einwirken lässt, desto intensiver ist das Ergebnis. Also 2 bis 5 Minuten ist es. Also wenn man wirklich nur einen Schimmer haben möchte, reicht vollkommen 1-2 Minuten. Ich lasse es einfach die 5 Minuten, weil ich einfach eher ein stärkeres Ergebnis haben möchte. Dann wasche ich das Shampoo mit lauwarmem Wasser aus. Und dann nehme ich meistens irgendwelche Haarmaske oder irgendein Conditioner von der Drogerie. Also ich habe hier zum Beispiel diese Haarmaske von Vipa. Das ist einfach eine farblose Haarmaske. Aber ich mische dazu eine kleine Menge von einem von diesen Color Shots. So schaut es dann aus. Es duftet herrlich. Es ist aber eine wirklich sehr kleine Menge von den Color Shots. Und das trage ich dann auf von ungefähr so viel, so weit. Also ich lasse so viel aus beim Ansatz, damit der Ansatz nicht fettig wird. Und die Länge, da muss man sehr weit gehen, weil es ist wirklich sehr lang, das tue ich dann einmassieren. Also da tue ich halt das Conditioner einarbeiten mit ein bisschen von den Color Shots. Die Color Shots, die ich hier habe, sind sowohl von, also in dem Ton Kupfer, als auch in dem intensiven Rot. Ich finde, dass beide für mich irgendwie das gleiche Resultat bewirken. Wahrscheinlich deshalb, weil meine Längen sind noch nicht so ergraut, so wie die Haare da oben. Und das ist praktisch meine Naturfarbe. Und die kriegt einfach so einen leichten Schimmer. Weil die Farbtiefe ist so, dass sich die Farbe jetzt nicht wirklich verändert. Da müsste ich wirklich pur diese Produkte drauf tun und länger einwirken lassen, damit man schon einen Unterschied aussieht. Aber das ist einfach so, wie mein Haar normal ist. Ja, und das lasse ich dann auch so circa 5 Minuten sitzen und dann wieder mit lauwarmem Wasser ausspülen und fertig. Zweimal hintereinander, also halt, sagen wir mal, ich wasche meine Haare alle circa 5 Tage. Also einmal wasche ich die Haare mit dem Kupfershampoo, beim nächsten Mal nehme ich wieder das Kupfershampoo und beim dritten Mal nehme ich das rote Shampoo. Ich habe ein bisschen herumprobiert und bin draufgekommen, nur Kupfer bräuchte ein bisschen mehr Rot. Und nur rot ist dann schon wieder zu rot. Und diese Frequenz funktioniert für mich einfach wundervoll. Und deshalb schaut mein Haar so aus, wie es halt ist. Ja. Also das ist so quasi das Geheimnis von meinem getönten Haar ohne Färben. Was sind jetzt für mich die Vorteile? Ich muss keine Haarfarbe nehmen. Ich muss keine semi-permanente Haarfarbe nehmen. Und dadurch, dass ich diese Farbshampoos bei jeder Haarwäsche verwende und sie wirklich auch ein bisschen einwirken lasse, und dadurch, dass ich sicherstelle, dass ich sie ordentlich auch beim Ansatz eingearbeitet habe, habe ich eigentlich so gut wie nie einen Ansatz, den man normalerweise hat, wenn man Haare färbt. Natürlich, wenn ich jetzt zurück zu meinem ergrauten Haar gehen wollte, wird es auch eine Weile dauern, bis ich die Dinge auswaschen. Also ich habe es einmal probiert, habe mein Haar ca. 5-mal gewaschen, es ist wesentlich heller geworden, aber es war noch immer ein Ton da. Also da braucht man schon ein bisschen Geduld. Ähnlich wie bei semipermanenten Farben. Es sind einfach recht starke Pigmente, die gehen nicht von heute auf morgen weg. Bitte ja nicht rausbleichen versuchen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber ich würde sagen, wenn man die rauskriegen will, kann man dann irgendwelche Kur machen mit vielleicht Vitamin C und halt all solche Tricks, die man normalerweise macht bei semipermanenten Farben, wenn man das Auswaschen beschleunigen möchte, aber lieber nichts Gravierendes, nichts, was die Haare zerstören könnte. Ich möchte dabei auf alle Fälle bleiben und es sieht so aus, dass bei mir jetzt die Menge an grauen Haar auch in der nächsten Zeit so bleibt. Ich habe nämlich auch den Vorteil, meine Schwester ist 10 Jahre älter und wir haben ungefähr das gleiche Muster bei den grauen Haaren und ich sehe, wie es bei ihr jetzt ausschaut und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es auch bei mir so in 10 Jahren wird und da habe ich gesehen, aha, ich kann noch lange diese Shampoos verwenden, daher habe ich persönlich keine Eile. Nichtsdestotrotz, wenn es für euch nur so eine vorübergehende Sache sein sollte, würde ich eher empfehlen, macht einfach irgendwo eine Probesträhne und dann schaut, wie lange es dauert, bis sich das rauswäscht, bevor ihr die Entscheidung trifft, das auf den ganzen Kopf zu klatschen. Und auch Vorsicht, falls euer Haar blondiert ist. Aus meiner Erfahrung, besonders mit semi-permanenten Farben, ist es so, dass meistens bei den blondierten Haaren, weil die Oberfläche ein bisschen
rau ist und ist nicht so intakt, haften diese Farben manchmal länger. Bei manchen wäscht sich das schneller aus, ist ein bisschen unterschiedlich, aber da muss man einfach ein bisschen herumprobieren. Wenn man sich die Shampoos nebeneinander anschaut, dann sieht man, dass Gold ist der hellste Ton und Braun ist der dunkelste Ton. Bei Kupfer würde ich meinen, geht das Rot eher ein bisschen ins Orange, während Intensivrot eher so ein intensives Herbstrot ist. Und beide sind sehr schöne Töne. Ich habe allerdings tatsächlich dann gemerkt, wenn ich nur Rot verwendet habe, dass es für mich persönlich ein bisschen zu rot war. Ich könnte mir vorstellen, dass das Shampoo super wäre für jemanden, der die Haare rot färbt und möchte den Haarton frisch erhalten. Also dafür ist es sicher super. Für meinen Zweck halt dann natürlich nicht, aber ich habe ja auch andere Gründe, warum ich diese Shampoos verwende. Fast hätte ich vergessen, die Color Conditioners, so ähnlich wie beim Shampoo, das Intensivrot ist ein bisschen intensiver rot. Aber wenn ich es mit meinem normalen farblosen Conditioner verwende, also halt anmische, macht das jetzt für mich nicht sehr viel Unterschied. Ich habe auch eine Weile statt dieser Color Shot einfach von Directions die Farbe Flamme genommen und habe die auch so angemischt mit dem farblosen Conditioner und es war sehr ähnlich. Aber preistechnisch, glaube ich, ist das hier doch ein bisschen günstiger. Ich habe mich irgendwie verleiten lassen von dem niedrigeren Preis für Directions. Dann habe ich aber gesehen, dass die Menge anders ist in dem Tiegel und bin dann wieder zurück auf diese Conditioners gekommen. Ehrlich gesagt, ich merke da jetzt auch nicht viel Farbunterschied zwischen den zwei Conditioners. Also würde ich bei diesen zwei Mustern jetzt nicht wissen, welches welches ist, könnte ich euch einfach, um ehrlich zu sein, nicht mit Sicherheit sagen, welches ist Kupfer und welches ist Intensivrot. Und für mich spielt das noch weniger eine Rolle, welches ich von den zwei erwische, weil ich sowieso mit einem farblosen Conditioner anmische und es geht bei mir wirklich nur um den Schimmer in meiner eigenen Naturfarbe. Aber es wird höchstwahrscheinlich einen Unterschied ausmachen beim hellen Haar. Also man muss immer die Ausgangsfarbe bei solchen Sachen beachten und wie schon erwähnt, am besten immer auf eine Strähne probieren und einmal schauen, ob das für einen selber passt, bevor man dann über den ganzen Kopf drüber geht. Zu guter Letzt wollte ich auch noch dieses Produkt hier erwähnen und zwar Infuse My Color. Das ist auch ein Color Shampoo. Ich habe das Produkt über Amazon bekommen. Kann sein, dass es irgendwelche Online-Shops mit Friseurbedarf auch haben. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher, weil es ist schon eine Weile her, seit ich es bestellt habe. Jedenfalls, es ist cruelty-free und vegan, duftet herrlich, ist von der Farbe her recht ähnlich wie das Kupfershampoo von Alcina, aber ich würde meinen, beim Kupfershampoo von Alcina ist die rote Note etwas intensiver fast als bei dem hier. Also das hier geht mehr in so ein Kupfergold, während Alcina wirklich ein schönes reichliches Kupfer ergibt. Und ich finde, dass diese Shampoos dezenter sind. Was natürlich super ist für jemanden, der kein großes Effekt haben möchte. Also ist auch kein schlechtes Produkt. Ich habe es dann irgendwann nicht mehr gekauft, weil ich wirklich eher eine Veränderung bei den ergrauten Haaren sehen wollte und das habe ich mit diesem Produkt nicht erzielt und das war einer der Gründe, warum ich dann auch bei Alcina geblieben bin. Eine deutliche Veränderung in der Haarfarbe habe ich erst nach ca. 3 bis 4 Haarwäschen gesehen. Nach der ersten und zweiten Anwendung von den Color Shampoos hat man so gut wie nichts gesehen oder nur sehr wenig. Jedenfalls, coole Sache. Ich bin mit den Produkten super zufrieden. Für mich eine wundervolle Lösung. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und ich werde mich freuen, euch beim nächsten Video zu sehen. Dankeschön fürs Zuschauen und habt einen wundervollen Tag. Tschüss!